Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind hier vom Tempel. Was ist das eigentlich für eine Truhe? Haben wir das schon mal durchsucht? Eisenkriegsaxt. Und wir haben jetzt gerade, aktuell glaube ich, unser aller Rettung Teil 1. Den schwarzen Stein aus Dalgais oder Dalgais finden und zur Erzmagister Merail bringen. Das ist noch übrig. Die Zwillinge besiegen, Drascha sprechen, Kalia suchen, zwei Seelenteil. Suchen wir mal Kalia. Bevor wir den nächsten Seelenstein suchen. Den letzten, der uns noch fehlt. So. Die ist da unten. Okay. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Ich finde es immer noch schade, dass Lishari nicht mehr unter uns weilt. Ich weiß nicht, ob wir die hätten retten können. Ich wollte schon sagen, ist das Kalian da, aber nee, das ist nur eine Novizin, die Schattenboxen macht. So, ist das ihr Zimmer? Sie macht auch Schattenboxen. Okay, Kalir? Kalir? Ja. Ist es etwas Wichtiges? Wenn nicht, dann geh bitte. Mir ist nicht nach Gesellschaft. Ich dachte, ich sehe mal nach dir, nach der ganzen Sache im Schloss. Sache. Ja, das trifft es ganz gut. Aber danke. Wie gesagt, ich will momentan einfach nur meine Ruhe. Aber... Was aber? Ich will deine Verhätschelei, deinen Trost oder was auch immer du mir geben willst, nicht. Ich will einfach nur meine Ruhe. Aber du kommst immer wieder wie ein verdammter Hund, der es einfach nicht kapieren will. Warum? Warum schaffst du es nicht, mich als das zu sehen, was ich bin? Alle anderen schaffen es doch auch. Warum also du nicht? Es braucht schon etwas mehr als ein paar abergläubische Idioten, damit du mich los wirst. Du hast keine Ahnung, was du da sagst. Ich bin ein Monster, verdammt nochmal. Eine magische Perversion. Und du stehst hier und denkst, du würdest mich kennen. Das ist einfach ein Witz. Der größte Witz seit Sternenfall und der schlechteste. Hast du eine Vorstellung davon, was mein erster Impuls war, als ich dich in Alto Tulgrad sah? Das Blut auf deinem Gesicht in der Falle dieses Briganten? Hast du auch nur die geringste Vorstellung, was es... was ich am liebsten getan hätte. Ich schweige mal. Das dachte ich mir. Du hast keine Ahnung, weißt du. Du hast keine Ahnung davon, wie viel Geistesstärke, wie viel Disziplin es mich jedes Mal kostet, es zurückzukämpfen, nicht nachzugeben. All das, ich... Warum, Saira? Warum? Warum muss ich so sein? Ich habe nie darum gebeten, von den Toten zurückgeholt zu werden. Ich wollte kein verfluchter Engel werden. Und ich habe mit Sicherheit nie darum gebeten, Tag ein, Tag aus gegen dieses perverse Bedürfnis ankämpfen zu müssen. Das scheinbar alles ist, was mich verdammt nochmal definiert. Vielleicht sollte ich einfach aufhören, es zu bekämpfen. Vielleicht ist dieses Ding, zu dem ich im Schloss geworden bin, mein wahres Gesicht. Und das hier nur eine schlechte Maske, mit der ich mich selbst zu belügen versuche. Kalia, was bei Dalgala passiert ist, war ein Ausrutscher. Außerdem haben diese Kerle es verdient, sie wollten dich töten. Du hast die Kontrolle verloren, ja, aber was du sagst, ist einfach nicht wahr. Vielleicht gibt die Tatsache, dass du dieses etwas ständig bekämpfst und zu unterdrücken versuchst, ihm auch erst seine Kraft. Ich weiß nicht, was die richtige Antwort hier jetzt wäre. Versuch das hier mal. Ein interessanter Gedanke. Aber was bedeutet das im Umkehrschluss? Soll ich es einfach akzeptieren, dass ich ein Monster bin? Ich muss nachdenken, Saira. Bitte geh. Okay, wir lassen jetzt, Jesper und Kalia ihre Zeit. Aber vielleicht ist das so vorherbestimmt. Vielleicht ist, wird das, ihre Kraft noch gebraucht? Diese ganzen Opfer das und so weiter? Kind.
wie schön. Ach, halt die Klappe. Vielleicht ist das vorherbestimmt oder so. Vielleicht ist das von den Hohen so gewollt. Diese ganzen Opfer und so weiter. Die hier alle machen mussten. So, Blut und Staub. Ein Lied der Stille. Ketaron del Geis Anwesen betreten. Schreitet wohl. Vielleicht, wie dieses... dieses Monster, das in ihr ist, gebraucht. Gegen die Hohen und so weiter. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das wirklich so notwendig oder sowas. Und sie erfüllt ihr Schicksal dann. Und wird dann das Monster am Ende los oder kann es bändigen. Und wird eins mit dem Monster. Moment. Das eine ist hier? Oder muss ich hier mit jemandem reden? Okay, ich muss dahin. Ja? Adeliger? Benötigt einen Schlüssel. Was? Wessen Haus ist das hier? Na, das des Königs von Althinter-Aranath und seinen 101 Lustknaben. Was soll die blöde Frage? Wenn ihr euch nicht mal sicher seid, wessen Haus das hier ist, dann habt ihr hier erst recht nichts verloren. Ich muss mit eurem Herrn sprechen, es ist wichtig. So, so, ist es das. Dann hört mir mal gut zu. Ich werde dafür bezahlt, niemanden, und zwar absolut niemanden, der nicht ausdrücklich erwünscht ist, hineinzulassen. Und wer seid jetzt bitteschön ihr, dass ihr meint, dass ich ausgerechnet bei euch eine Ausnahme machen sollte? Hört her, lassen wir den Mist einfach. Entweder ihr lasst mich durch oder werdet es bereuen. Ja, wer ich bin, ist egal. Tatsache ist, dass es sich für euch lohnen könnte. Ich versuche das hier erstmal. Oh, na das klingt ja vielversprechend. Von wie viel sich lohnen sprechen wir denn hier? Wie viel habe ich denn? 100 Groschen, 300 Groschen, 10 Groschen. Ich mach 300. Na schön, her damit. Ich werde dann mal eben verschwinden. Die Wachen drin werden denken, dass ihr erwartet werdet. Aber kommt ja nicht auf die Idee, etwas zu klauen und euch dabei erwischen zu lassen, in Ordnung? Ich habe mir euer Gesicht bestens gemerkt. Also los, rein mit euch. Okay. Das ging ja einfach. So, gibt's hier was zu klauen? Ich frag für einen Freund. Möge sein Licht euch leiten. Hi. Leeres Pergament. Ich gucke mal. Erwartet Meister Dalgais euch? Geht einfach hoch, er ist in seinem Schreibzimmer. Hätte ich ihn auch umlegen können und dann, hatte ich Schocken. Ich weiß ja nicht, wohin. Ah, hier hätte ich auch reingekonnt. Okay. Andralea Krustenbrot, nice. Ich weiß noch nicht ganz genau, wohin. Lesen Einnahmen. Okay, kann ich nicht lesen. Der Geist Schatzkammer. Der hat eine eigene Schatzkammer, unglaublich. Ich will auch eine. Feine Kleidung. Aber auch schöne Bilder. Ja, bitte. Öffnen Schlafzimmer. Kann ich nicht.
Benötigt einen Schlüssel. Ja, bitte. Geht einfach weiter. Okay, ohne Schlüssel geht das nicht. Ja, bitte. Wer ist das? Keshan? Kann mit ihm nicht sprechen. Aber wir haben einen Schlüssel gefunden. Großartig. Ich hätte wissen müssen, dass dieser Söldner bestenfalls zum Kartoffelschälen getaugt hätte. Also, was wollt ihr? Mich ausrauben? Das würde ich mir nämlich in Anbetracht meines hochgeschätzten Keshan hier noch einmal gut überlegen. Immer mit der Ruhe, ich will nur mit euch reden. Ach, mit mir reden wollt ihr? Ihr seid wirklich dreist, wisst ihr das? Aber schön. Ihr habt Glück, dass ich diesen Charakterzug an Menschen mag. Dann sagt mal, was ihr mir so Dringendes mitzuteilen habt und fasst euch kurz. Es geht um die schwarzen Steine. Mir wurde gesagt, einer davon befand sich lange Zeit im Besitz eurer Familie. Könnt ihr das bestätigen? Was? Nein, da müsst ihr euch täuschen. Ich weiß nichts von einem schwarzen Stein. Und jetzt raus hier. Irgendwas sagt mir, dass ihr nicht ganz ehrlich zu mir seid. Ach, ist das so? Sag mal, wer glaubt ihr eigentlich, wen ihr hier vor euch habt? Ich müsste nur meinen kleinen Finger krümmen und ihr würdet den Rest eures Lebens als Lustsklavin in der Silberwolke verbringen. Ich hoffe, das ist euch klar. Und jetzt kuscht zurück in die Küche, Weib. Wenn es um hier ginge, dürften Frauen ohnehin kein Schwert am Gürtel tragen. Eine Schande, was aus unserer Gesellschaft geworden ist. Kann ich ihn töten? Keshan, bring meinen Gast vor die Tür und sorg dafür, dass er dort bleibt. Ein Weg für den unbemerkt ins Anwesen der Dalgais zu gelangen. Etwas finden, um Dalgais unter Druck zu setzen. Ich habe einen Schlüssel. Oder auch nicht. Ich darf unter keinen Umständen in das Blickfeld einer der Wachen gelangen oder aufhören zu schleichen. Mit etwas Glück könnte ich an ihnen vorbei, an den zweiten Stock und dort in eines der unbewachten Zimmer gelangen. Es hat automatisch gespeichert. Wenn ich erwischt werde, wird es Probleme geben. Ihr wurde entdeckt. Wer hat mich entdeckt? Mist. Okay, es geht dann immer wieder von hier los. Okay. Bis hierhin habe ich schon mal geschafft. Nochmal speichern, bitte. Ja, es hat selber gespeichert. Ah, jetzt können wir hier rein. Okay. Die Marktdisziplin, Mentalismus. Edle Schuhe. Silberamphore. Da wird was markiert. Arg Adelsviertel. Malachitbahn. Ich will mal in das andere Zimmer gehen.
Das soll sich wieder bewegen. Okay. In das andere Zimmer können wir nicht. Dann gehen wir hier. Hymne des Wüstenkönigs. Eine neue Interpretation des Werkes von Adrien von Mitt. Düster. Ach, krass. Warte, da war was. Nochmal runter. Wo ist die Leiter hin? Okay, muss ich hier lang? Die Leiter kommen nicht mehr hoch. Komm, ich will da hoch. Ist immer noch dasselbe Gebäude hier, okay. Dalgais-Anwesen. Etwas finden, um Dalgais unter Druck zu setzen. Genesungstrank. Die stehlen wir, kein Problem. Das sind viele Stoffbären hier. Warte mal. Warum hat er so viele Stoffbären? So viel Kinderspielzeug. Granatstein. Womit könnte ich ihn unter Druck setzen? Ach, die Kleinamphore. Vielleicht einmal kurz speichern. Geburtsurkunde? Hier. Das Zimmer. Wo ist die Wache hin? Was zum Henker? Wie seid ihr hier wieder reingekommen? Ich habe keine Ahnung, was ihr mit eurem kleinen Einbruchsschauspiel erreichen wollt. Aber ich schwöre euch, dass ihr kurz davor seid, mich richtig wütend zu machen. Also raus hier. Habt ihr mich verstanden? Ich habe euch verstanden, aber ich komme nicht drum herum, mich zu fragen, warum die Geburtsurkunde eines Sohnes habt, obwohl ihr doch als kinderlos geltet. Was? Gebt das sofort her. Oder Keshan wird euch auf der Stelle eure dreckigen Pfoten abhacken. Das sollte er sich gut überlegen. Ich bin sicher, mein Auftraggeber wird seine eigenen Schlüsse aus meinem Verschwinden ziehen. Euer Auftraggeber? Tja. Ihr macht mir doch was vor. Ich könnte euch hier und jetzt töten lassen und niemand würde euer Verschwinden bemerken. Ihr könnt es ja darauf ankommen lassen. Ihr. Na schön. Also was wollt ihr von mir? Wenn es euch lediglich darum gehen würde, mir zu schaden, wärt ihr mit der Urkunde nicht zurückgekommen. Ich schlage euch einen Handel vor. Ich sage euch, was ihr wissen wollt. Und ihr behaltet das mit meinem... mit dem Kind. Für euch. Und glaubt mir, wenn ihr euch nicht an unsere Abmachung haltet, werde ich dafür sorgen, dass man euch findet. Wie auch immer, ich will die Wahrheit über den schwarzen Stein. Das war abzusehen. Gut. Also, es ist zwar wahr, dass sich der Stein früher in meinem Besitz befand, aber es ist auch wahr, dass ich ihn mittlerweile nicht mehr besitze. Das Ding, dessen Geburt dieses Stück Papier in euren Händen bescheinigt, hat ihn, wenn es denn noch lebt. Moment, euer Sohn hat den schwarzen Stein? Nennt ihn nicht so.
Dieses Ding verdient es nicht, den Namen der Familie zu tragen. Aber, ja, das Kind hat ihn. Wenn ihn überhaupt noch jemand hat. Ich fürchte, ich muss etwas weiter ausholen. Es war vor 7 Jahren, mit meinem alten Weib. Zuerst glaubte ich, es handle sich um eine Fügung des Schicksals. Aber als ich sah, was sie da geboren hatte... Dieses Kind war eine Abscheulichkeit. Das war alles. Nur kein würdiger Nachkomme für das Geschlecht der Dalgais. Eine Abscheulichkeit? Ihr wollt sagen, euer Kind war missgebildet? Missgebildet. Das wäre die Untertreibung des Jahrhunderts. Er hatte Geschwüre im ganzen Gesicht. Und sein linkes Bein war ein einziger Klumpen. Der Apothekarius meinte, dass es ein Wunder sei, dass er die Geburt überhaupt überlebt hatte. Und was habt ihr mit ihm gemacht? Ich habe ihn fortgegeben. Und bitte tut mir einen Gefallen und behaltet eure Entrüstung für euch. Ihr würdet meine Beweggründe nicht verstehen, selbst wenn ich sie euch erklären würde. Und was hat eure Gefährtin dazu gesagt? Was soll sie schon dazu gesagt haben? Sie hat natürlich geweint, wie ein Sturzbach. Aber es war das einzig Richtige. Außerdem ist sie ohnehin nicht mehr. Und wo habt ihr ihn hingebracht? Nirgendwohin. Das hat jemand für mich übernommen. Ich habe schon eine Menge gewissenloser Menschen kennenlernen dürfen. Ihr habt dem Wort eine neue Bedeutung gegeben. Ach, kommt mir nicht mit der Leier. Meint ihr etwa, dieser Kreatur wäre ein schönes Leben hier in Ark beschert gewesen? Geht doch mal in die Unterstadt und seht euch die Fleischmadenkranken mit ihren entstellten Gesichtern an. Nein. Die einzige Perspektive dieses Kindes wäre ein Leben als Kuriosität in einem Wanderzirkus gewesen. Im Nachhinein bedauere ich es, dass ich ihn nicht habe töten lassen. Das wäre gnädiger gewesen. Ich töte dich gleich. Und wie ist euer Sohn an den Stein gekommen? Mein Weib hat ihn aus der Schatzkammer gestohlen und dem Jungen mitgegeben, bevor er weggebracht wurde. Vermutlich hielt sie ihn für einen einfachen Edelstein und dachte, er könne ihn verkaufen, wenn er älter wäre. Aber mir war es ohnehin recht. Den Stein zu kaufen war ohnehin die größte Narretei, die mein Vater jemals begangen hat. Jeder weiß doch, dass mit diesen Steinen etwas nicht stimmt. Und vermutlich war das Einzige, was mich davon abhielt, ihn schon vorher zu entsorgen, eine Art Pflichtbewusstsein gegenüber meinem Vater. Und weil ihr ohnehin fragen werdet, soweit ich weiß, hat man das Kind irgendwo im Südosten der Pulverwüste aussetzen lassen. In einem kleinen Dorf namens Silberhain. Ah. Und wenn dieser Stein noch existiert, dann findet ihr ihn vermutlich dort. Und jetzt her mit dem Pergament. Und dann verschwindet. Ich habe meinen Teil der Abmachung gehalten. Ich werde dran denken. Hallo? Hallo, Wachtmeister Rufus. Hallo. Okay, Krieg, Verlorene und Chaos überall. Auf, wie viel Geld haben wir? 2000 Groschen. Auf nach Silberhain. Echt jetzt, ich mag den Typen nicht. Und sein Sohn tut mir echt leid. Nur weil es eine Behinderung hat oder sowas, so wie ich das verstanden habe. Ist er doch kein Unmensch, kein Monster. Der Unmensch ist der Vater, von dem ich die Urkunde wiedergegeben habe. Fast zum Gruß. Die Disziplin-Klingentänzer lehrt euch. Madame? Mann! Also wirklich, Dalgais,
Er ist eher das Monster, meiner Meinung nach. Das Kind kann gar nichts dafür, dass es so zur Welt kam. Madame? Malfas zum Gruß. Madame? Fremdländer. Warte mal, wie weit muss ich jetzt los? Wo ist Silberhain? Da hinten. Okay, das ist wieder eine neue Route. Ein komplett neuer Weg. Mal gucken, ob die Gegner wieder neu gespawnt sind. Habe ich eigentlich hier... Ne, ich habe keine Erinnerungspunkte. Schade. Was? Was stand da? Ich muss ein Bett suchen, um zu rasten. Okay. Also, ich kann nicht rasten. Ist ja mal was Neues. So, wenn ich eins gelernt habe, immer schnell speichern. Durch Spiele wie Gothic. Oder allgemein immer zu speichern. Also ich frage mich aber, was ist die beste, immer noch, was die beste Rüstung ist. Ich hoffe immer noch auf eine Daedra-Rüstung, die wir finden. Wie auch immer die hier heißen wird. Ich will die unbedingt haben. Komplettes Set an Daedra-Zeugs. Hier haben wir ja, abgesehen von Schild und Armschienen, alles jetzt Ebenerz, also Schattenstahl. Danach wäre eigentlich wirklich die Daedra-Rüstung. Oder die Drachenknochen-Rüstung. Die Armschienen sind ja Drachenknochen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die Daedra-Rüstung dann hier noch besser ist. Werden wir hier nochmal angegriffen, oder? Ist das überhaupt noch die Straße? Ja, eigentlich. Eigentlich schon. Silberhain. So, hier speichere ich noch einmal. Ich finde es aber mega, was die Entwickler hier aus der Skyrim Engine alles rausgeholt haben. Dass hier eine ganz eigene Wüste ist und so. Ein komplett neues Biom, das es in Skyrim halt nicht gibt. Okay, vielleicht haben die das hier einfach aus dem Strand und so weiter genommen. Aber die Kakteen? Die Kakteen gab es in Skyrim nicht. Diese blauen magischen Steine, glaube ich schon. So. Den Weg müssen wir gehen.
Warte mal, ist da eine Ratte? Nee, ich dachte, ich hätte da eine Ratte gesehen. Ich hoffe, hier sind keine Knochenreißer mehr. Oh, nehme ich mal mit. Wir brauchen bald wieder Ambrosia. Oder haben wir Ambrosia? Wir müssten noch Ambrosia haben. 6 Stück. Wie viel Arkanistenfieber haben wir? 13%. Okay, geht noch ein bisschen was. Warte mal. Eine Sache will ich mal ausprobieren. Wenn wir jetzt direkt da vom Dings sind. Was passiert, wenn wir Arkanistenfieber wirklich auf 100% haben? Siehst ja, wir sterben. 15? 17? Ich will es jetzt wissen. So, 25%, 27, okay. Also 39. 41. 43. 45. 45. Passiert hier sonst noch irgendwie was? Jetzt sind wir bei 55. Ich will es jetzt wirklich einmal sehen. Also 69. Euer Arkanistenfieber hat sich verschlimmert. Dies wirkt sich negativ auf eure Charakterwerte aus. Was ist passiert? Was ist negativer geworden? Wir hatten ja zum Glück gespeichert. Das heißt, wenn wir jetzt gleich drauf gehen. So, 89%. Euer Kanistenfieber ist kritisch. Ihr seid eurem Arkanistenfieber erlegen. Okay, krass. Kippen wir einfach um. So. Jetzt ist wieder bei 13. Okay. Ich wollte es einmal gesehen haben. Silberhain. Wo war eigentlich Silberhain genau? Ich glaube, hier ist wirklich so ein Dorf namens Silberhain. Irgendwo. Ich glaube, in Silberhain waren wir bisher noch gar nicht. Haben nur bisher davon gehört, aber mehr auch nicht. Aber selber betreten, glaube ich, noch gar nicht. Das hier die Straße? Ja. Ja.
Hey, hier geblieben. Was ist da hinten das für ein Symbol nochmal? Wo führt die Straße denn weiter? Hier durch? Was? Wer? Besessener? Wo ist euer Fleisch? Ihr habt kein Fleisch. Ihr habt kein Fleisch. Sterbt. Natürlich müsste der jetzt auch noch dazu kommen. Tschüss. Wo kommt der denn her? Also klar, den habe ich irgendwo gehört. Ich hatte aber gedacht, das wäre der Besessene, der diesen Laut gemacht hat. Guck mal, ob ich den irgendwie treffen kann. Die regenerieren ihr scheiß Leben. Warten, bis die mich nicht mehr sehen können oder so. Oder mich nicht mehr suchen. Das Auge schließt sich, das ist schon mal gut. So, können wir uns eine Cremetorte? Ich hoffe, der bleibt da stecken. Mist. Erstmal den da tot. Ja.
Okay, die haben nichts. Der hat noch Pfeile in sich stecken gehabt. Okay. Haben wir gespeichert? Ich speichere das mal. Dann den Besessenen einmal looten. Wenn er da noch liegt. Wildfleisch. Da liegt er. Runenschwert. Okay, der hat nichts. So, was gibt's nicht hier? Was zum Henker? Was war das? Ja, das denke ich mir auch gerade. Was war das? Hängt das mit Silberhain zusammen? Der kommt auf mich zu. Hey da, die Dame. Was tut ihr denn so weit draußen? Und auch noch um die Uhrzeit. In ein paar Stunden kommen die Knochenreißer aus ihren Höhlen. Und wenn euch was an eurem Leben liegt, würde ich zusehen, dass ich dann weit weg von hier bin. Die Knochenreißer? Was? Seid ihr den ganzen Weg hierher gekommen, ohne jemals eins von diesen Biestern gesehen zu haben? Nachts sind die meisten von ihnen zumindest hier im Tal in ihren Höhlen. Aber zur Morgendämmerung kommen sie in der Regel raus, um nach Beute zu suchen. Und leider zählen Menschen wie wir beide zu dem, was sie am liebsten fressen. Verstehe, eigentlich hatte ich auch nicht vor, hier länger zu bleiben. Ich suche ein Dorf namens Silberhain. Wisst ihr davon? Ob ich davon weiß? Das könnte man so sagen. Hinter diesem Tor befindet sich das Tal von Silberhain. Und... Wisst ihr was? Ich wollte zwar gerade die Tore schließen, aber wenn ihr sowieso auf der Suche nach unserem Dorf seid, kommt doch einfach rein. Zur Mittagsstunde mache ich hier wieder auf. Aber die Zeit könnt ihr ja nutzen, um das zu suchen, was ihr da drinnen sucht. Was meint ihr? Madame Talara brennt vorzüglichen Bananenschnaps, falls das irgendetwas für euch wiegt. Ihr seid aber sehr vertrauensselig für ein Dorf mitten in der Wüste. Woher wisst ihr, dass ihr mir vertrauen könnt? Das weiß ich natürlich nicht, aber irgendwo muss Vertrauen ja anfangen, oder? Und ich habe bei euch ein gutes Gefühl im Magen. Das muss vorerst genügen. In Ordnung, eigentlich trifft ihr das ziemlich gut. Das freut mich doch zu hören. Dann mal hinein. Machst du zu? So, unser Dorf erreicht ihr, wenn ihr der Straße folgt. Irgendwann kommt ihr dann zur Oase. Und direkt dahinter an der Klippe zum Strand liegt Silberhain. Wir haben es wirklich schön dort. Es wird euch gefallen. Seit der Junge die Silberader entdeckt hat, lebt man hier wirklich wie in Inodan. Also, schreitet wohl. Oder habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ja, hätte ich tatsächlich. Was meint ihr mit dem Jungen, der die Silberader entdeckt hat? Na, genau das, was ich sage. Silberhain war nicht immer der schöne Ort, der es jetzt ist. Früher war das Leben hier hart. Aber eines Tages brachte ein Unbekannter ein Findelkind zu uns ins Dorf. Der Kleine hatte damals eine schreckliche Krankheit, und deswegen hatte man ihn vermutlich ausgesetzt. Ulbar nahm ihn bei sich auf, und vor nun 4 Jahren fand der Junge beim Spielen eine Silberader in einer kleinen Höhle. Tja, und dann kam der Wohlstand wie von selbst. Der Junge ist wirklich ein Segen. Ohne ihn ginge es uns jetzt vermutlich noch schlechter als vor seiner Ankunft hier. Er heißt Rineus. Zumindest war das der Name, der auf der Decke gestickt war, in die man ihn eingewickelt hatte. Naja, vielleicht seht ihr ihn ja sogar selbst. Interessant, und ihr sagt, der Junge war krank, als man ihn hierher ausgesetzt hatte? Ihr stellt ja viele Fragen. Aber ja, das war er. Er hatte lauter,
Geschwüre im Gesicht und sein linkes Bein war vollkommen verklumpt. Aber schon kurz nachdem Ulber ihn bei sich aufgenommen hat, begann die Krankheit zu heilen. Vielleicht war es das Klima, vielleicht die Kräuterwickel von Talara, vielleicht aber auch die Liebe, die ihm hier entgegengebracht wurde. Ich weiß es nicht, aber es ist ja auch unwichtig. Wollt ihr sonst noch was wissen? Ansonsten würde ich mich jetzt mal ein paar Stündchen in die Schieflage begeben. Kurz bevor ich hier ankam, hatte ich eine Art Kopfschmerz. Woran könnte das liegen? Ein Kopfschmerz? Ich bin leider kein Apothekarius, wie ihr sicherlich sehen könnt. Aber wenn ich raten müsste, dann würde ich sagen, dass das etwas mit dem Wetter zu tun hat. Das schlägt vielen, die nicht aus der Gegend kommen, erstmal übel auf. Nein, das wäre alles. Danke für die Hilfe. Ihr auch. Bis demnächst und genießt eure Zeit hier. Okay, kann ich denn hier wieder raus, rein theoretisch? Benötige ich jetzt einen Schlüssel, Und dann kommen hier die Knochenreißer. Wie spät haben wir's? 6 Uhr morgens. Es war helllichter Tag, Mittagszeit oder so, als ich da umgekippt bin. Habe ich jetzt die ganze Nacht da gelegen? Da steht nicht stehlen. Was ist das da? Datteln. Okay. Auch hier ist die Musik auch schön. Das ist alles, gehört noch zu Silberhain und das da ist schon die Stadt Silberhain. Oder Dorf. Silberhain entdeckt. Samael. Schreitet wohl. Euch habe ich hier noch nie gesehen. Ihr stammt nicht aus der Gegend, richtig? Richtig. Nein, ich komme von außerhalb. Könnt ihr mir vielleicht helfen, mich etwas besser zurechtzufinden? Na, ich denke schon, dass ich das kann. Aber etwas genauer werden müsstet ihr schon noch. Sucht ihr etwas Bestimmtes. Wo kann ich ein paar Dinge verkaufen? Einen Händler, meint ihr? Also den Schweigenden Mond kennt ihr ja vielleicht schon. Tahara handelt eigentlich nur mit Lebensmitteln. Aber ich bin mir sicher, zu ein paar interessanten Fundstücken würde sie auch nicht Nein sagen. Und dann wäre da noch Rabak und sein kleiner Krämerladen oder Uliel auf dem Marktplatz. Tja, und viel mehr gibt es hier leider auch nicht. Wir haben hier nicht allzu häufig Gäste, wie ihr euch denken könnt. Und wenn, dann sind das eher Schürfer auf der Durchreise und keine Händler. Das Haus eines Jungen namens Rhyneus? Kennt ihr ihn? Rhyneus? Klar kenne ich den kleinen Racker. Ein großartiger Junge, wirklich. Ihm allein verdanken wir unseren verhältnismäßigen Wohlstand. Falls ihr ihn sucht, sein Vater und er wohnen im vorletzten Haus an der Klippenseite des Dorfes. Gibt es hier Orte, die für ein Abenteurer von Interesse sein könnten? Ihr könntet euch die Ruine in der Oase oder am Strand anschauen, wenn ihr euch gegen ein paar wilde Tiere zur Wehr setzen könnt. Aber haltet ihr das wirklich für sinnvoll? Euer Leben für schnöde Schätze aufs Spiel zu setzen? Ich weiß ja nicht. Naja, eure Entscheidung. Allzu viel gibt es hier jedenfalls nicht. Malfas sei Dank. Gut, ich denke, das wäre dann alles. Hab Dank. Nichts zu danken. Was wäre diese Welt für ein Ort, wenn die Menschen einander nicht helfen würden? Und jetzt entschuldigt mich, ich muss weiter. Genießt euren Aufenthalt hier. Ihr werdet sehen, Silberhain ist ein wirklich schöner Ort. Wir alle achten und respektieren einander. Das findet man kaum woanders. Schreitet wohl. Sehr lobenswert sogar. Also, warte mal. Silberhain Samaels Haus.
Hier haben wir Silberhain Taverne. Will mir das mal alles ansehen. Da haben wir einen Händler. Silberhain Robax Gemischtwaren. Mal gucken, haben wir überhaupt was zu verkaufen? Reneos Vater hat angeblich diese Metallkugel aus der Stadtruine wieder zusammengebaut. Ach wirklich? Und für was ist das Ding gut? Das habe ich selbst noch nicht ganz verstanden. Aber Tahara meinte, dass es in Ark einige Leute geben würde, die dafür ein Vermögen zahlen würden. Angeblich ist das nämlich Sternlingswerk. Und zwar richtig altes. Nur zu ärgerlich, dass sie nie ihre Finger daran bekommen werden. Die würden es doch nur benutzen, um daraus wieder irgendein Mordinstrument zu machen. Beim rechten Weg, ich bin wirklich froh, hier zu leben und nicht da draußen. Naja, ich mach dann mal weiter. Bis später. Ja, bis später. Na sowas. Ein fremdes Gesicht. Herzlich willkommen in Silberhain. Wie wär's? Kann ich euch für ein paar sonnengetrocknete Datteln oder ein Fläschchen Bananenschnaps begeistern? Zeigt mal, was ihr im Angebot habt. Gern doch. Okay, was hat er denn? Fangen wir mal hier an. Holzfällerachs. Unfall. Mordinstrument und dabei verkauft er selber sowas. Okay. Hier alles Feinstahl. So. Stärke, Trank, Tragfähigkeit um 10. Ah, okay. Lehrbuch, Einhandkampf-Experte. Einhandkampf-Geselle. Einhandkampf-Lehrling. Müsste ich hier öfters kaufen, dann hat er hier sowas. Quecksilbererz, Silbererz, Rundumerz. Was habe ich, dass ich ihm andrehen kann? Eterner Bogen des Flammenzorns, das habe ich ausgerüstet. Den Eichenbogen. Dann den behalten wir. Den darf er haben. Den darf er haben. Den darf er haben. Er hat kein Geld mehr. Hier. So, hier sonst irgendwas? Set der Gefallenen, Maske der Gefallenen. Oh, die brauchen wir noch. Set des Nemesis, Nemesis-Schuhe. Komm, die Entropie-Robe kann weg. Hier, den darf er haben. Hier darf er auch haben. Ich glaube, die Teleportrollen nutze ich nicht. So. Windwurz, nee. Hier irgendwas? Die haben wir noch nicht gelesen. So, das darf er haben. Blauer Quarz. Kontoriumerz kann er auch haben, das kann er haben. Wieso haben wir so viel Holz? Eisenerz kann er auch haben. Ne, warte, das Schattenerz behalten wir. Schaufel, Smaragde, zerbrochener Seelenstein. Schreitet wohl. Schreitet wohl. So, Handwerksbuch Verzauberung Experte. Oh, das wollten wir. Nee.
Machen wir trotzdem. 2. Sonst? Die beiden muss ich noch lesen. Lesen wir auch mal. Vielleicht kommt da irgendwie was. Nächsten Mal. Okay, bis zum nächsten Mal. Und ich würde auch sagen, ich verabschiede mich schon mal. Und dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.